Jo, Freunde, Schmalut ist wieder back am Start, mitarbeitet eine neue Folge Minecraft Ender Games. Und ihr werdet vielleicht sehen, ich habe ein neues Intro, das werde ich euch vermutlich, wenn ich es schaffe, gleich genau jetzt einblenden. Ja, und da wollte ich auch schon direkt fragen, gefällt euch dieses Intro? Weil ich habe es wieder erstellt, also ich habe ein Template benutzt vom Push It Sane Intro. Ich werde euch den Kanal verlinken. Richtig cooler Dude, der macht einfach so Templates für Leute und die kann man dann sich downloaden, also die Fonts und sowas. Und dann kann man damit arbeiten. Also kann man sich damit ein Intro erstellen. Joa, ich werde mir vielleicht noch mehr Intros erstellen, damit ich genug für die Zukunft habe. Und joa, wir bauen uns jetzt, wir spielen halt Bedwars wieder mal. Geschmeidig. Wir haben drei Eisen, das heißt, wir holen uns den Eisenbrustpanzer mit. So. Und zack und zack und zack und zack, 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 zack. Weil wir haben ja schon unseren Knockback-Stick. Und der reicht uns natürlich, um die Gegner zu töten. Weil ein Notpack-Stick ist hart OP in diesem Game jeden Fall. Oh, da ist. Oh, look at my hits, hat das erste Bett zerstört. Gibt's dafür ein Achievement? So. Da ist auch schon unser erster Gegner. Und wir bauen uns quer zu seinem Bett hin. Denkt er sich so, hey, willst du mich verarschen? Da haben wir das Bett zerstört. So, da haben wir auch das Bett. Denise Dori. Ah, wir haben sie getötet. Gut, sie ist nicht gelaufen, selbst wenn wir würden den Kill eh bekommen. So, und da schnappen wir uns das da. Das da. Und ja. Da machen wir uns noch schnell ein Schwert auf. Wenn wir es selten benutzen werden. Nur halt, wenn die sich so die Taktik machen, die gar nicht so dumm war. Idee gerade eben. Ah, wir brauchen Blöcke. Genau, ich wusste, dass ich irgendwas vergessen habe. Blöcke rein und damit haben wir jetzt genug. Oh oh. Nicht gut, der wird einen Bogen haben. Ja, und wie er einen Bogen hat. Jo, genau, er trifft natürlich First Shot. Ah, oh, scheiße, der war jetzt in der Mitte. Das ist nicht so gut. Aber dass der in der Mitte ist, wird schwer an sein Bett ranzukommen. Also, da er einen Bogen hat und in der Mitte ist. Hm, aber wird, ist machbar. Hat jetzt ernsthaft das Spiel verlassen, so ein Lappen. Anstatt dass er einfach nur normal stirbt, wie es jeder andere tun würde. So. Müssen die natürlich leften. Ja, das sind ja so unsportliche Leute. Die denken, oh, keine Chance mehr, aber man hat immer noch eine Chance. Jedenfalls sehe ich es immer so. Man ist nie besiegt. Jo, genau! Das gibt's doch nicht. Wie trifft denn der? Richtiger komischer Dude, Alter. Ja, die Mitte ist einfach übermächtig. Das ist wirklich so. Alter. So. Das holen wir uns und das holen wir uns. Und
das. Und das und das und. So, 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 so. Und hoffe mir, dass er nicht von hinten kommt. Wird er aber. Oder er gesagt, kommt er auch. Aber ich würde sagen. Von hier können wir ihn gut hilfen. Ein Schwertkampf werden wir nicht überleben. Wir haben kein Schwert. So, der baut sich dahin und ich schieße natürlich schön runter. Vielleicht wird er sehen, dass ich eine Kiste gebaut habe. Und dann wird er sich denken, hoppla. Da habe ich ihn runtergehauen. So. Er hat diesen Trick irgendwie ja nicht bemerkt. Scheinbar. Dein Ernst? Ich habe dich getötet. Heul nicht herum. Ja. Jetzt schaut der blöd, ne? Jetzt schaut der blöd. Oh, wir haben konstant 120 FPS. Ah. Es ist kein schlechter Spieler, er kann auf jeden Fall igeln. Ja, genau, als ob. Ich stand doch nicht mal dort, Alter. Richtig krasser Spieler ist es dort, ist der. So, und du bist unten. Ich kann nämlich auch noch einen Trick. So. Für eine schwere Runde. Das wird eine echt schwere Runde. Das wird eine richtig schwere Runde. So, und wir holen uns schnell erstmal eine Chestplate. Das juckt mich nicht, wenn du mein Bett abbaust. Hä? Lol. Ich ihn einfach nicht hitten konnte. Gute Taktik, mein Freund. Aber bringt dir nicht so viel. Ich verstehe vor allem die Taktik nicht. So. Wir sollten uns hochgebaut haben, bevor er uns erwischen. Orange, ist es dein Ernst? Ist es dein fucking Ernst? Ey nein, mit so viel Dummheit habe ich selten gesehen, Alter. So viel Dummheit. Ey, ich hau ein Team für dich raus, du oranger Spasti. Ist es dem sein Ernst? Wie lange habe ich noch Chatbahn? 7 Tage, 41, noch 7 Tage, also noch eine Woche. Kann nicht dem sein Ernst sein. Das kann einfach nicht dem sein Ernst sein. Da.
Da schießt er uns einfach beide runter. Ey, wir wollen nicht mal zu dem. Wir gehen nicht mal auf den Weg zu ihm. Fucking Ernst. So. Alter, du orangener Spasti. Was ist bei dir falsch? Ich hau ein Team raus und... Oh Mann, wie dumm geht's eigentlich? Alter, das ist so ein Spasti. Alter, so ein Hurensohn, Alter. Wenn ich jetzt wegen dem Orangen die Runde verliere. So, genau. Wegen diesem orangenen Idioten. Ich hätte den rausgehauen. Alter, ist der dumm gewesen. Oh, du orangener Idiot. Ey, man kann doch nicht mit so viel Dummheit in einem Spiel sein. Ich habe verloren. Und das nur wegen diesem orangenen. Alter, guckt euch diese Missgeburt an, Alter. So eine Misset. Alter! Das ist der größte Spasti, den ich jemals gesehen habe. Ohne Witz. Ey, wenn der Rote jetzt gewinnt wegen diesem Idioten. Alter, er ist so dumm. Der ist so dumm, der Orangene. Er ist so abnormal dumm. Never, Alter. So viel Dummheit gibt's noch nicht auf einem Planeten, oder? Orange. Stats. Look. Hi. Hits. Also, Leute, selten so jemand Idiotischen gesehen wie diesen Orangenen. Selten. Selten. Wirklich richtig selten. Ich würde sagen, Alter, keinen Bock mehr auf Bad Wars. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst doch eine positive Bewertung da. Auch wenn dieser Orangene echt ein kompletter Vollidiot war. Und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao, euer Schmaluten.